Dann konnten das Till ein bisschen besser singen als auf dem letzten. Aber die Strophen sind immer noch gepresst, ne? Tief und fein und artig, wie sich das gehört und wie man es erwartet. Die Fans erwarten auch in diesem Jahr eine spektakuläre Show. Das flammende Inferno auf der Bühne hat Rammstein ebenso erfolgreich gemacht wie ihre provozierenden Texte. Mit dem Titel Engel aus ihrem zweiten Album Sehnsucht gelingt Rammstein 1997 der Durchbruch. Die Single läuft wochenlang in den deutschen Top 10. ...1998 verwenden Rammstein für einen Videoclip Filmausschnitte eines Nazi-Propagandafilms. Kritiker rücken die Band daraufhin in die rechte Ecke. Die Musiker weisen die Vorwürfe empört zurück, werden aber das rechte Image nicht mehr los. Ihrer Karriere schadet es nicht. Und bitte! Die sechs Musiker haben das harte Bühnenhandwerk von der Pike auf gelernt. Alle tingelten früher in ostdeutschen Punkbands über die Dörfer. Der Erfolg hat sie wohlhabend gemacht, aber nicht verwöhnt. Sie bleiben bodenständig und zielbewusst, ohne faule Kompromisse einzugehen. 8, 9, aus. Es muss Spaß machen. Also wenn man das Gefühl kriegt, man muss was machen, was leicht passieren kann in dem Geschäft, dann macht man eigentlich das, was man gerne macht. Aber ohne Spaß. Das kann man vergleichen mit einer Drehtür. In manchen Hotels gibt es Drehtüren, die von alleine sich drehen. Und wenn du da reingehst und du schiebst die, dann hören die auf und bleiben die stehen. Und in dieser Situation darf man nicht kommen. Weltweit müssen sich die Fans bis zum 2. April gedulden. Dann folgt der Single-Auskopplung Sonne das komplette dritte Rammstein-Album. 105.000